Okay, da wären wir. Das echte letzte Schloss. Denke ich mal. Es sei denn, jetzt kommt gleich einfach nochmal eine Nummer, wo ich einfach mal noch weiter reisen darf. So. Ich bin auf so einem Ding. Und gehe voll in Bowsers Maul rein. Hier ist ein bisschen Geld. Hier ist ein bisschen Geld. Hier ist ein bisschen Geld. Okay. Ein bisschen Achterbahn und so. Mit Feuer, was auf mich zukommt. Ach, okay, jetzt zerbricht ja alles. Na gut. Uiuiui. Ach du Scheiße, weil... Scheiße, weil da die erste Münze ist. Ich glaube, ich muss es von vorne machen. Ne? Oder gibt es hier noch irgendwie... Nee. Ciao. Tschüss, das müssen wir nochmal machen. Gut. Ach, jetzt diese Anfangssequenz. Das dauert jetzt aber ewig, wenn wir das jetzt hier jetzt mal machen müssen. Anfangssequenz nochmal. So. Das ist natürlich schwierig, auf die Flammen zu achten und gleichzeitig irgendwie die erste Münze sich dabei noch zu holen. Aber, wie man sieht, muss man das machen. So, die kam ja... Kam die am Rand hier so? Oder wann war das nochmal? Ne, die war in der Mitte. Ah, Mitte war die. Oder weiter vorne sogar. Also nicht da hinten. Seht ihr 3D-Kacke wieder so? Hab ich wieder gar keinen Plan von nichts am Ende. Okay. Bisschen welche hier finanziell unterstützt und so, ne? Für Münzen sind das immer 12, 15 oder so. Das heißt, wenn ich hier ganz oft versage, kriege ich sogar irgendwann durch diese Aktion ein Leben dazu. Das heißt, ich darf es noch häufiger probieren. So. Diesmal versuche ich voll in der Mitte zu bleiben. Okay, nein. Jetzt versuche ich in der Mitte zu bleiben. Okay. Oh Mann. Also das zu schaffen, ohne einmal zu kassieren. Ist ja auch mal eine Sache für sich. Wäre es natürlich geil, wenn ich jetzt wenigstens überstehe. Allerdings ist die Stelle ja nicht mal schwierig. So, hier schießen wir uns hoch. Wenn ich hier jetzt so ein Tanuki-Suit oder sowas kriege, wäre geil. Wäre sehr nett. Ach nein, aber die Flammen gehen weiter dafür. Und die zweite Münze. Okay, da ist sie. Jetzt bin ich da unten. Okay, und die wilde Fahrt geht weiter. Oh Mann, ich bin klein. Geht das zu Feuer? Okay. Boah, knapp. Ach du Scheiße, das geht noch weiter. Das ist die dritte Münze. Was? Ey, nein! Ah, oh, nein. Jetzt habe ich sie nicht bekommen wegen der Kacke, ne? Nein, 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 nein. Nochmal. Es tut weh im Herzen, aber ich muss es jetzt nochmal machen. Wisst ihr was, ganz ehrlich, wenn ich dabei bin, verlassen wir das Level. Und bereiten uns einfach ein bisschen drauf vor, indem ich mir jetzt die restlichen Totthäuser vorknüpfe. Wow. Die letzte. Ich dachte, ich würde die so... Ich denke so, klar, cool. Das ist eine Sternmünze. Springst du gleich hoch zu dir, ne? Nö, 3D sagt irgendwie, du bist schon lange dran vorbei. Okay, wir haben das. Dankeschön. So, und ein Ersatz-Power-Up muss auch sein. Ja. Ja. Die Sache ist jetzt die, wenn ich es... jetzt vergeige, habe ich keine mehr. Keine Tauthäuser mehr, die mir irgendwelche Items schenken. Also muss ich hier sehr vorsichtig sein. Okay. Ist nicht mal Tanuki dabei. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen scheiße, weil... Beim ersten Versuch hatte ich sogar eine und... Jetzt habe ich keine mehr. Jetzt kann ich ein paar Treffer aushalten, das ist natürlich nett, aber... Das wird mir nicht helfen, diese Münzen zu bekommen.
Achso, warte, was renne ich hier rum? Ich muss in die achte Welt. So, jetzt haben wir erstmal einen Fußmarsch vor uns. Ja, weiter. Wieso bleibt der einfach stehen? Was fällt ihm ein? Okay, dann wollen wir mal wieder. Ach, Mensch. Ah, ich mag das Level nicht. Ich meine, das ist so ein... Du musst jetzt die Gelegenheit haben, das Ding zu holen oder Level von vorne. Du kannst nicht irgendwie selber entscheiden, wann du die Münze holst. Du kannst nicht zurückgehen, es gibt gar nichts. Und ich habe trotzdem keinen Tanuki-Suit. Und der Feuerblume kann ich mir auch nicht holen, das meine ich. Was? Ne? Das habe ich nicht mehr vor. Gut, aber wenn es dann irgendwann mal auch zum Fight gegen Bowser kommen sollte, bin ich ja mit einem Ersatz-Item ausgerüstet diesmal. Das ist jetzt höchstens der Fortschritt, der mich vielleicht für den Boss bevorteilt. Fürs Level selbst aber nicht. Okay. So, was sehen kann. Hier. Wow. Ich wurde nicht erwischt. Sehr gut. Sehr schön. Okay, ich bin gut vorbereitet. Ich habe alle Power-Ups offen. So, die Stelle war jetzt aber auch... Ich will nicht sagen... Ja, doch, es geht. Okay, jetzt habe ich es eigentlich ganz gut geschafft, aber ein bisschen tricky ist sie schon. Jetzt kommt aber der Kack hier, was meiner Meinung nach wirklich Kack ist. Ich erkenne nur die Münze dran, wann ich zu springen habe, am Schatten. So, und wenn man den halt gerade überhaupt nicht sieht und überhaupt gar keine Übersicht hier hat, zwischen den ganzen Flammen, dann hat man auch ein Problem. So, ich springe einfach jetzt ein paar Mal. Gut, hab sie bekommen. Sehr schön. Schieß mich hier hoch. So, das Ding landet. Checkpoint wäre jetzt pornös wie sonst was, ne? Mein Leben. Das ist nicht das, was ich verlangt habe. Scheiße, weil wenn man hier stirbt, muss man es ja nochmal machen. Das meine ich damit. Inklusive Münzen sammeln. Den ganzen Scheiß. So. Hier mal nochmal die Chance, uns den Power-Up zu holen. Ein Leben. Okay, ich habe ja voll. Dann kriege ich wahrscheinlich auch nur ein Leben dadurch. Gut, Leute, drückt mir die Daumen. Der Kampf gegen Bowser. Sofern ich es überhaupt da hochschaffe. Ich könnte auch immer mal weit daneben schießen. So, das ist aber noch ganz gut gewesen. Okay, erstmal hier hochrennen. Wahrscheinlich kommen mir irgendwelche Projektile oder irgend sowas entgegen. Nö, gar nichts. Ist einfach nur Regen. Die Tür wird mir sogar geöffnet. Sehr höflich. Na dann. Wollen wir mal ran. Also, eine Zielflagge. Und Peach hängt voll da dran. In dem Spiel geht es nur um Zielflaggen erobern. Ey, cool. Mario ist voll happy. So, aber wir kommen jetzt nicht einfach an ihm vorbei. An dem großen Jungen. Na gut. Ach. Der Boden stürzt ein. Ey, das erinnert mich voll an Mario... Sunshine. Na gut. Ein Fight im Untergrund. Ohne Checkpoint, will ich mal anmerken. Okay. Okay, einbrechende Böden. Ich wünschte, ich hätte einfach Tanukis jetzt gehabt. Ach, Mensch. Ach, da ist eins und ich renne einfach weiter. Warum bin ich... ich hätte auch mir es holen können. Okay. Ich habe einfach gerade bekommen, was ich mir gewünscht habe und ich habe es mir nicht genommen. Scheiße. Okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den braunen und den anderen Blöcken? Okay, Donkey Kong, ich habe verstanden, dass du auch Fässer werfen kannst. Okay, ein Treffer. Ich renne mal an ihm vorbei. Ah, zweiter Treffer, schnell. Das Ding, wo ich ein bisschen mehr kassieren kann. Komme ich denn da hoch? Bowser? Was machst du da mit mir? Wieso? Okay, er hat's aufgemacht. Dankeschön. War's das? Bitte, war das. Ciao. Tschö mit Ö. Viel Spaß in der Lava mit dir. Okay, ich werde hochge...
Ich vertraue dem Ganzen nicht, ne? Wir warten noch. Er kommt locker wieder. Warten wir noch. Ah, da ist er auch schon wieder. So. Also, eins lernt man sehr früh schon beim Mario-Spielen, nämlich freu dich nicht zu früh. Denkst, darfst dir nicht denken, ja cool, Bowser ist tot, Mann, denn es geht immer weiter. Bis die Credits kommen, dann kann man so langsam sich Gedanken machen, ey, könnte es das diesmal gewesen sein? Ist Bowser vielleicht diesmal echt besiegt? So. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil es, dass ich mich von einem Goomba treffen lassen. Aber naja. Gut. Komm mir aber gar nicht mehr entgegen, ne? Also er ist jetzt hinter mir. Oh. Ich muss so einen Parcours überwinden. Okay. Ah, fuck. Er hat mich. Okay, er bleibt sogar einmal stehen. Weiter, weiter, weiter. Und Knopf. Und Knopf. Oh mein Gott, ich bin daneben geschwungen. Ich dachte schon, der holt mich noch, deswegen. Gut. Bowser fällt wieder runter. Die Musik hört sogar auf. Und eine Slow-Mo-Aktion. Und er kriegt einen auf den Kopf. Oh, das sah aber böse aus. Bam. Boah, der wird hier richtig gemoscht. So hart hat Bowser eigentlich nie gelitten. Okay, wird geröstet. Er ist tot für immer. Oder zumindest bis Mario 3D World oder sowas. Okay, wir rennen hier lang. Ich könnte immer runterfallen und sterben. Wer weiß. Okay, ich hab's geschafft. Nur Mario ist klein. Und er hat keine Mütze an. Das ist sehr demütig. Demütigend. Ja, die schreit immer wie so eine Blöde. Hätte ich mal lieber Prinzessin Daisy genommen. Egal, wir gehen rein. Denn so löst Mario seine Levels, stößt sie da weg. Siehst du, ich hab's geschafft. Ich bin zwar nur 70 cm groß, aber trotzdem ein genialer Liebhaber. Und Mario Peach on Ice kommt als nächstes. Okay, ich würde sagen, können langsam davon ausgehen, dass wir das Level geschafft haben. Mario ist wieder groß. So, und wir fliegen durch die Gegend. Yeah! Ey, cool, Credits, sie haben es geschafft. La, Mario fliegt. Und Peach könnte eigentlich auch. Ach, ich darf mich bewegen. Hm, ich will da lang. Ich darf mich sogar drehen. Cool. Ich stelle mich vor die Namen, damit ihr alle nicht lesen könnt. Wollt ihr schon mal wissen, wer das Spiel gemacht hat? Den Nachnamen zensiere ich. Masakis. Okay, warte. Da ist auch Bowser. Warte, wen zensiere ich noch? Sho. Okay, nein, warte, den habt ihr gesehen. Der. Kuma Yasuo. Der wird zensiert. So, den dürft ihr nicht sehen. Okay. Warte. Hier, Raikou dürft ihr auch nicht sehen. Und Tim? Den dürft ihr nicht sehen. Okay, Raikou habt ihr zumindest nicht gesehen. Ja, ich habe gerade voll meinen Spaß daran, die Namen zu zensieren. Jetzt zensieren wir mal ein paar Vornamen. Ne, wobei. Ne, Nachnamen gefällt mir besser. Hier, Christina. Dessen Nachnamen dürfen wir nicht ganz erfahren. Falls ihr mal irgendwie die Leute nachgoogeln wollt. Ah, jetzt vorbei. Jetzt macht ihr wieder automatisch was. Okay. Was? Das sind kurze Credits? Ein paar namenlose Leute. Also dank mir namenlose Leute. Jo. Geschafft. Ich habe jetzt gar nicht mehr über das Spiel geurteilt. Okay. Ein Foto, wo wir auf dem Baum chillen. Cool. Geschafft. So, und jetzt fliegt ihr wieder so ein Bild durch die Gegend. Ach, den gibt's ja auch noch. Es gibt ja noch Luigi. Okay, und da Luigi sich mal wieder selber in Schwierigkeiten gebracht hat, sieht es wohl ganz so aus, als müsste ich jetzt meine nächste Mission dann verbringen, ihn zu retten. Speichern. Abgeschlossen. Und wir sind wieder im Hauptmenü. Ja. Ach so, haben sogar zwei Sterne. Warum habe ich zwei Sterne? Ich habe das Spiel. Kannst du durch die Röhren in Spezialwelten reisen? Okay. Ich muss zugeben, das ist keine Überraschung. Ich habe schon davon gehört, dass es mehr als 8 Welten geben soll. Das heißt, es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, das Spiel ist jetzt nicht zu Ende. Damit habe ich eigentlich schon gerechnet. Ich weiß nur nicht, wie viel jetzt kommt das, der Unterschied. Kommen jetzt nochmal 8 Welten oder wie viel werden es sein? Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Aber es sieht ganz danach auch aus. Aber wieso kann ich das Level betreten, bevor ich das erste gemacht habe zum Beispiel? Ich kann ja einfach durchlaufen. So soll das, glaube ich, nicht sein. Naja, was soll's. Gehen wir mal hier rein. Erstes Level der neuen Welt. Spezial 1-1.